Okay, wir sehen, wir haben eine Lisa White, die durch Salz laufen wird, eine Candle auspustet und ein Kruzifix hat, nicht mag. Bekommt. Bekommt, genau. Okay. Okay. Let's do this. Let's do it, let's do it. Wie hieß sie? Lisa White. Lisa. Jo, hab ich. Strom ist ab. Super. Lisa White. Lisa White. EMF 5 in der Küche. EMF 5 in der Küche. Okay, ich guck noch nach dem Veggie Board. Kannst du das Gucci-Board mit dem Veggie-Board machen? Bin mir eigentlich super überrascht davon, dass es keinen dummen Kommentar unter dem Video gab, dass es nicht Gucci Board heißt, sondern Veggie Board. Hä? Das heißt doch Gucci Board. Gucci Board, absolut. Ja. Woher willst du wissen, was das für eine Marke das ist? Also. Im Keller habe ich einen Bone gefunden, aber kein Gucci Board. Ja, EMF2 Küche. Kamera steht, ich komme jetzt da. Dip, give me a sign, Lisa White. Lisa White, give me a sign. Diesen Lisa Fingerdrücker White, EMF 5. give me a sign. Okay. Lisa Tür. White. Lisa White, give me a sign. Lisa White. Right in the book. Erst fragst du nach dem Sign und dann do the. Genau, do it. Ich weiß nicht, ob es sich besser funktioniert, wenn es auf dem Boden liegt. Ich leg's mal auf den Boden. Ja, dann leg's auf den Boden. Genau. Ich wollte das nur ein bisschen rückenschonend gestalten, dass sie halt da nicht sich bücken. Ich glaube, Geister haben nicht so viel Probleme mit ihrem Rücken. Meinst du nicht? Ah, okay. Also, let's go for a walk. Sehr kreativ, was dein Nickname angeht. Ich glaube, jedes Mal ist es ein neuer. Wir haben noch nichts gelöst. Kein Salt, kein Kruzifix, kein Candle. Aktivität ist bei 3, also low. Haben. Versuch nochmal.
Weißt du, ich bin kein Geist und ich finde das nervtötend. Da-dum. Wir beschwören Lisa. Lisa White, give me a sign. Lisa. Lisa White. Lisa White, give me a Gucci board. Habt ihr das schon gefunden eigentlich? Nee, das ist auch nicht gesagt, dass es eins gibt. Ah, stimmt auch wieder. Lisa White, turn off the lights. Da hinten hat's geflackert. Oh, Lisa White. Sie hat uns sofort ein Buch geschrieben. Nice. Das ist auf jeden Fall ein Revenant. Ja, die Addition hat immer sehr gutes Spiel geschickt. Ich bitte dich. Wir brauchen noch die Blowout Candle und das Kruzifix. Ich habe beides mal dabei. Hast du auch ein Feuerzeug dabei? Ist eigentlich das Wichtigere. Yes. Ich habe meine Lampe weggeworfen. Weil wer braucht eine Lampe? Ja, das stimmt. Die Tür ist gerade aufgegangen von selbst. Oh, ein Kruzifix ist schon weg. Sie hat hier hinten auch eingeschrieben. Und die anderen sind zu. Oh ja, sie hat hingeschrieben. Nice. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles abgeschlossen. Können wir abhauen. Ciao, Kakao. Das wäre ja mal das erste Level, was wir heute schaffen. Ohne Tote. Wahrscheinlich haben wir doch irgendwas noch nicht erreicht. Ja, wahrscheinlich. Hä? Sowohl ein Kruzifix ist weg gewesen, als auch zwei Candles ausgepustet. Like a candle in the wind. Okay, alle wieder rein. Alle wieder rein. Aber wir wissen zumindest, dass es ein Revenant ist. Alle wieder rein. Lisa White noch etwas machen muss. Like a candle in the wind. Wir nehmen natürlich immer sehr gerne Abos entgegen. Ich glaube, wir können es nur noch nicht. Ach du Scheiße. Christian ist tot. Ja, ich weiß aber nicht, wo er gestorben ist. Vorne im Zimmer, ich konnte es sehen. Ah, okay. Hat er noch was dabei? Nur ein Feuerzeug, das habe ich selbst. Ich bin noch am Leben.
Bin eine Wickelin. Ich glaube, sie hat die Kerze ausgepustet. Der ist nur rein zu brich. Das mit Kruzifix scheint nicht gezählt zu haben. Könntest du es noch machen? Wir könnten es nochmal woanders hinlegen. Komm mit. Aber du bist der Geahndete, okay? Wir machen es vorsichtig. Und mit Funkstille. Ja, es würde auch erklären, warum wahrscheinlich seine Kruzifix sich zieht. Das liegt auf dem Tisch. Aber es bringt nur was auf den Boden. Lisa! Lisa! Wurde gerade angehaucht. Okay. Die 10 Dollar fürs Kruzifix brauche ich nicht. Wir haben schon einen Menschen verloren. Wir haben es aber schon. Geschafft. Was? Profis. Eis. Ah, das könnte das Hauchen gewesen sein. So als letzte Aufbäumung dafür, dass das nicht geklappt hat. Welcome back. Nice. Der ist übrigens nicht in der Kirche, sag ich schon, in der Küche gespawnt, sondern in diesem kleinen Abstellraum zwischen Küche und Auto. Da habe ich nämlich eben das Kruzifix reingeworfen. Ah, okay.